Was ist mein größtes Problem beim Thema Elektrokultur? Da sind die Menschen auch wieder ein bisschen zwiegespalten. Die einen hier dann sagen, es ist dann mehr so esoterischer Unsinn, während die anderen das ziemlich hochfeiern und jubeln und das halt auch als revolutionär betrachten. Ob das Ganze funktioniert oder nicht, ist jetzt nach meinen Ansichten nach ein bisschen schwer zu sagen. Ob die verschiedenen Methoden funktionieren oder nicht, wäre wirklich interessant auch herauszufinden. Problem an der ganzen Sache ist halt, dass die Tests, die die Leute meistens dann durchführen, dann eher weniger aussagekräftig sind. Und zu dem ganzen Thema habe ich unter Daniel von den Waldgeistern ausführlicheres Video gemacht, was ich dann hier jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ich habe mir jetzt erstmal drei Punkte rausgeholt, warum ich die ganze Thematik und auch die Tests von den Menschen ein bisschen kritischer betrachte. Punkt Nummer 1, die Mentalität der Menschen. Oft habe ich bei den Menschen so eine Art Trotzverhalten gegenüber das etablierte Mainstream-System gesehen, welches natürlich auch seine gute Gründe hat, es auch kritisch zu beäugen und auch zu kritisieren. Allerdings ist bei sehr vielen, die sich dann mit der Thematik dann beschäftigen, so, dass sie dann wirklich alles auf die Goldwaage legen, was im alternativen Bereich stattfindet und alles, was dann der Mainstream sagt, von vorneweg falsch und böse ist. Mit dieser Gut- und Böse-Einstellung kann es dann auch sehr schnell passieren, dass man dann auch wirklich alles abkauft, was im alternativen Bereich so erzählt wird. Da werden dann rhetorische und Marketing-Tricks angewendet, um die Sachen halt auch besser zu verkaufen. Und wenn dann Leute kritische Fragen zum Thema Elektrokultur stellen, werden sie dann entweder angepöbelt oder denen werden dann einfach die Quellverweise oder Bücher oder irgendwelche Blogbeiträge einfach so gegeben, weil dann die Leute dann komischerweise die ganzen Sachen dann nicht so gut erklären können und man soll halt dann sich selbst belesen. Wo man ja auch sagen muss, wenn halt die Leute das nicht in ihren eigenen Worten selbst erklären können, was sie da genau machen, dann werden sie es auch nicht so richtig verstanden haben. Trotz alledem, dass die Elektrokultur sehr beliebt im alternativen Bereich ist und man sich dann vom Mainstream abkapseln möchte, hat man dann doch diese kapitalistische Denkweise vom Mainstream so in sich mit diesem höher, schneller, weiter. Immer mehr, größer und das in immer werdenden kürzeren Zeitabständen. Am besten sollten die Lösungen von heute auf morgen gelöst werden. Denn ein Merkmal durch den Einsatz von Elektrokulturmethoden ist zum Beispiel ein verbessertes Pflanzwachstum, bessere Vitalität und dadurch auch kräftigere Pflanzen mit auch größeren Früchten. Bei einigen Videos merkt man schon, dass das Fake ist, aber leider gibt es dann trotzdem Leute, die glauben das. Ja, große Früchte, wie geil, oder nicht? Für Landwirte kann es durchaus sehr lukrativ sein, größere Früchte und auch im Allgemeinen eine höhere Ertragsmenge zu bekommen. Verdienen im Verkauf vielleicht etwas mehr, wobei man auch berücksichtigen sollte, wenn man das an jetzt Privathaushalten verkauft, dass sie jetzt große Früchte jetzt nicht unbedingt gerne haben, weil man da auch einfach mal betrachten sollte, dass viele Leute jetzt nicht mehr in diesen großen Familienbünden leben, sondern meist in kleineren Familienkonstellationen und da halt dann die Essensmenge auch dementsprechend gering ist und die Leute halt dann nicht so große Sachen, große Früchte, großes Gemüse haben möchten, weil sie dann doch schauen, dass sie halt das portioniert bekommen, kompakter und bessere Lagerfähigkeit. Die Erfahrung habe ich unter anderem gemacht, als ich meine großen Wirsings und Blumenkohl an Privatleute verkaufen wollte. Das war dann schon eine ordentliche Arbeit. Haben mir auch die Leute gesagt, dass sie doch sehr vieles eingefroren haben für spätere Portionen. Und das habe ich geschafft ohne Elektrokultur. Der Boden war einfach richtig gut. Mit den größeren Ernteerträgen können auch Nutztiere gefüttert werden. Privathaushalte mit der Möglichkeit, ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen, können dann größere Mengen an Gemüse anbauen, dadurch ein bisschen unabhängiger sein. Dazu gesagt werden sollte, wenn du eine größere Anbaufläche hast und dann hast du eine große Menge an Obst und Gemüse. Dann, wobei man da auch bedenken sollte bei einem größeren Gemüsegarten, dass das ganze Zeug auch nicht so schnell verzehren kannst. Da wird dann irgendwas übrig bleiben und dann wird dann sehr viel Zeit reingesteckt, um das zum Beispiel für den Winter haltbar zu machen, wenn man neue Sachen gemacht, eingekocht, Sauerkraut gemacht, fermentiert halt, ist dann auch sehr zeitaufwendig, dass halt das ganze Zeug halt auch nicht verdirbt oder du musst dann irgendwelche Leute wieder suchen, die ja halt dann gerne das Zeug abnehmen. Ist halt auch wieder Aufwand. Hunger auf der Welt beenden könnten wir jetzt auch schon machen, das auch ohne die Elektrokultur. Das Problem, was wir momentan haben, ist halt einfach ein Verteilungs- und Prioritätenproblem. Zum Beispiel, dass wir halt so viel Energie und Ressourcen in die Massentierhaltung reinstecken und dann während dem ganzen Prozess, während der
Zucht von den Tieren bis hin zum Verkauf sehr viel Ausschuss produziert wird. So auch beim Verkauf zum Beispiel, dass ja dann hier sehr viele Sachen überhaupt nicht verkauft werden und dann vielleicht verderben und weggeschmissen werden. Schon ein Wahnsinn, was wir mit der ganzen Massentierhaltung da anrichten. Punkt Nummer 2, Symptombehandlung. Mit Hilfe der Elektrokultur stark ausgelaugten Anbauflächen wieder fruchtbarer und vitaler machen, damit die Pflanzen wieder wachsen. Da erstmal ein paar Drähte im Acker verlegen. So, okay, wäre cool, aber das ist doch nichts anderes als eine Symptombehandlung, weil die Böden dort deshalb nicht unfruchtbar geworden sind, weil Elektrokulturmethoden gefehlt haben, sondern weil der Boden unfruchtbar gemacht worden ist durch die intensive und ausbeuterische Anbauweise. Und nach meinem Verständnis, um dieses Problem wieder an der Ursache zu lösen, müssten wir ja wieder Anbaumethoden nutzen, die halt mit der Natur arbeiten. Das heißt, dass wir auch hier den Boden wieder gut aufbauen, dort wieder Vitalität und Leben reinbringen, den Boden füttern mit organischem Material, wenig stark Bodenbearbeitung betreiben, Mischkulturen nutzen, den Wasser- und Nährstoffkreislauf vor Ort halten und in den Wald kacken. Dafür müssten wir aber erstmal wieder richtige Wälder kultivieren. Das sind jetzt nur einige Sachen, die ich erwähnt habe, und die ganzen Sachen brauchen halt ihre Zeit. Besonders die ganze Bodenbearbeitung kann sich über Jahre bis Jahrzehnte hinziehen, und die Zeit benötigt halt auch einfach die Natur, und die Zeit sollten wir Menschen uns auch nehmen. Und es ist schon seit Jahren und Jahrzehnten, selbst in der Sowjetunion damals bei meinem Vater, die Leute wollen halt diesen langen Weg nicht gehen, sondern wollen halt am besten die Lösungen von heute auf morgen haben, wenn halt ein starkes Problem ist, was halt die ganze Zeit aufgeschoben worden ist, bis es zu einem schmerzhaften Punkt kommt. Dann möchte man dann sofort die Lösung bekommen, dass halt dann wieder alles heile ist. Funktioniert halt leider in dem Zusammenhang jetzt nicht mit der Natur. Die Zeit müssen wir uns halt auch einfach nehmen, und der Mensch tickt halt jetzt momentan so, dass wir halt dann die schnelle Lösung haben wollen. Zu Übergangszwecken könnte man das in Betracht ziehen, um halt jetzt nicht ganz so starke Ernteeinbrüche zu bekommen. Aber dann kommen wir auch zu meinem größten Problem, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Punkt Nummer 3, die Einflussfaktoren. Im Interview mit Daniel von den Waldgeistern haben wir so einige Einflussfaktoren besprochen, die halt das Wachstum von den Pflanzen wesentlich mit beeinflussen können. Ja, und ich merke immer wieder, wenn Menschen zu mir kommen und von ihren Geschichten zur Elektrokultur berichten, wie dadurch ihre Pflanzen besser wachsen, sind da meist Anfänger, die von der Thematik von Permakultur im Allgemeinen jetzt eher wenig verstehen. Und dann das Erste, wenn sie sich mit der ganzen Thematik von nachhaltigem Gemüseanbau beschäftigen, dann gleich zur Elektrokultur greifen und die ganzen Einflussfaktoren überhaupt gar nicht kennen, die dafür notwendig sind, dass eine Pflanze überhaupt gut und kräftig wachsen kann. So, darunter zählt zum Beispiel die Beschaffenheit des Bodens, wie hoch ist der Humusgehalt, wie viel Leben ist da drin, die ganze Aktivität darin, die ganzen Nährstoffe, die da mit dabei sind. Wie schaut denn das ganze Wetter aus? Hatten wir jetzt wie die letzten Jahre sehr viele Dürreperioden oder in dem Jahr sehr viel Regen, was ja auch dem Pflanzenwachstum sehr zugute kommt, dass es halt nicht ganz zu heiß ist und doch öfters Niederschläge runterkommen. So, der Baumschnitt auch sehr wichtig, der einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Vitalität des Baumes hat und auch auf die Qualität der Früchte und auch auf die Menge. Standortbedingungen, Unwetter, welches enorme Schäden verursacht hat, oder auch Fraßschäden. Es kamen einmal Kunden zu mir, die mir dann wirklich begeistert von ihrer Geschichte über die Lakowski-Spule berichtet haben. Und zwar haben sie halt einen Garten, der Boden halt ziemlich stark verdichtet ist, und haben sie halt eine Feige reingesetzt, und die Feige hat keine tiefen Wurzeln gebildet, sondern eher flachere Wurzeln, weil halt der Boden so hart war. Und der gute Mann, der hat dann mit dem Bagger dann 3 Meter weiter dann die Wurzeln von der Feige beschädigt. Folge daraus, dass halt sie ihre Blätter hängen gelassen hat aufgrund dieser Beschädigung. Da hat man dann schnell zu Google gegriffen und geguckt, was kann man jetzt dem Baum tun, weil man Angst hat, dass er vielleicht deshalb eingehen könnte. Ist man auf die Lakowski-Spule gekommen, hat das dann um den Baum drum gemacht, und nach einigen Tagen bis Wochen hat er sich dann irgendwie dann aus Zauberhand erholt. So, die Frage hier, ob das jetzt wirklich durch die Spule passiert ist oder ob der Baum das jetzt doch nicht ganz alleine gemacht hätte, denn ich habe auch solche Geschichten schon gehabt bei mir im Schrebergarten, wo er dann im Wühlmaus 99% der Wurzel von einem Baum aufgefressen hatte und dann nur noch die Feinwurzel übrig geblieben sind.
Die ganzen Blätter hingen auch. Was ich gemacht habe, ist, dass ich diesen Baum wieder in die Erde gut fixiert habe, angegossen und irgendwann sind dann auch die hängenden Blätter wieder aufgestanden und hat wieder weitere Wurzeln gebildet. Der Baum ist halt ein Organismus, der reagiert auf solche Wurzelschäden ziemlich schnell. Es ist halt sehr wichtig, die ganzen Einflussfaktoren halt mit zu berücksichtigen und auch schon die ganze Ausgangssituation auch ordentlich zu dokumentieren, in welchem Standort der Baum wächst, wie schaut denn der Boden aus, dass man vielleicht dann auch eine Bodenprobe, eine Bodenanalyse macht, dann auch wahrscheinlich dann mehrere Bäume von der gleichen Art. Am besten hat er eine Baumschule, wie wir es auch im Interview gesagt haben, eine Reihe da versetzen, da die Kabel verlegen und die anderen bekommen dann nicht diese Kabel in den Boden mit rein und gucken, wie es halt den Vergleichsobjekten ohne die Elektrokulturhilfe, wie die sich halt mit dem Wachstum auswirkt im Vergleich zu den anderen Bäumen. Und das halt dann auch schön alles dokumentieren, was man denn auch alles gemacht hat und die ganzen Einflussfaktoren, die dann doch ziemlich viel sein können, auch alle raus entfernen. Es ist schon sehr oft passiert bei anderen Themen, zum Beispiel bei mir mit der Rohkost, wo ich dann auch eine mit der Diskussion hatte, wo wir dann über CDL gesprochen hatte, wo ich dann gesagt habe, dass CDL kein Heilmittel ist. Ist halt im alternativen Bereich. Und sie dann auch gesagt hat, dass CDL ihr Leben gerettet hat und dass sie im nächsten Satz dann auch erwähnt hat, dass sie neben der Rohkost, Fasten und dem Sport noch weitere Sachen gemacht haben, um ihre Gesundheit zu verbessern. Und wenn du dann 10 Einflussfaktoren noch zusätzlich hast und dann auch andere Sachen änderst, dann hast du halt keine aussagekräftige Sache mehr. Dann kannst du halt nicht mehr den einen Punkt, den du da geändert hast, alles zuschreiben. Also in meinem Wirtschaftsinformatikstudium habe ich auch Programmieren und auch das Prozessdenken kennengelernt. Und das ist halt so in der Programmierung, wenn halt ein Fehler aufkommt, dein ganzes Programm funktioniert es nicht, dann gehst du halt in den Debug-Modus und gehst an jedem Code-Stück einzeln durch und guckst dann, wo der erste Fehler auftritt und versuchst halt erstmal diesen ersten Fehler zu lösen und dann änderst du den ab und guckst dann, wie das Programm darauf reagiert und ob es dann weiterhin funktioniert. Anstelle den ganzen Code durchzugehen und alle Fehler, die dir flüchtig auffallen, gleich abzuändern, dann weißt du einfach gar nicht, woran es denn überhaupt gelegen ist und kann dann sein, dass du das Problem nicht richtig begriffen hast und an der anderen Stelle wieder auftritt. Oder du glaubst, du hättest jetzt eine vermeintliche Lösung für ein Problem gefunden, was eigentlich keine Lösung für das Problem war. Gehst systematisch an die Sachen ran, änderst erstmal eine Sache anstelle von drei und guckst, was dann einfach alles passiert, indem du die eine Sache änderst. Und in Bezug zur Elektrokultur und den ganzen Tests, die ich dann von den Leuten gesehen habe, fehlt halt dieser Aspekt, weil sobald du zum Beispiel ein Drahtkabel im Boden verlegst, hast du ja schon eine Bodenbearbeitung gemacht, das hat wieder einen gewissen Düngeeffekt, oder wenn du zum Beispiel die Grasnarbe entfernst, Gras hat zum Beispiel ein Hormon, was den Wachstum von Bäumen hemmen kann, und wenn du dann einen jungen Baum reingesetzt hast, dann kann er auch dadurch schon mal wieder besser wachsen, vor allem wenn du dann wieder organisches Material hinwirfst, also die ganzen Bakterien und Mikroorganismen, die auch dann wieder anfangen zu arbeiten, Nährstoffe zur Verfügung zu stellen und auch den Baum wieder besser wachsen lassen. Also du hast schon von vorne weg, wenn du allein diese Sachen anbringst und etablierst, schon teilweise natürliche Effekte mit ausgelöst, die du normalerweise da bei der ganzen Betrachtung rausrechnen solltest. Und diese ganze ordentliche Dokumentation soll ja natürlich auch über mehrere Jahre auch dauern, jetzt nicht so ein, zwei, drei Jahre, sondern schon dann auch über, ich sag mal, auch mehrere Jahrzehnte hinausgehen, um halt einfach auch Langzeitstudien auch zu bekommen, auch wirkliche Vergewissheit zu bekommen. Kostet natürlich alles Zeit, Geld und auch Nerven und natürlich sollte man auch unvoreingenommen sein. Also das heißt, es soll halt auch um die Sache des Wissensschaffens gehen und nicht, dass man halt seine Ideologie irgendwie durchgedrückt bekommt und sagt, ja, irgendwie, ich glaube trotzdem, dass es funktioniert, die Elektrokultur, und ignoriert dann auch alle möglichen Sachen, sondern auch wirklich, es soll um die Erkenntnis gehen, hat es eine Auswirkung? Ja, nein und wenn, woran hat es gelegen und wenn ja, in welchem Ausmaß? Oftmals artet das Ganze dann bei den Menschen in Richtung Ideologie aus, wird dann ziemlich schnell unsachlich, die Leute werden pissig, arrogant, manchmal auch ignorant und ja, da verschreckt man auch dann sehr viele Leute, die sich dann vielleicht mit der Thematik dann etwas kritischer auseinandersetzen möchten. Ja, und das Ganze geht dann am meisten in Richtung eines Glaubens, was ja auch nicht Sinn der Sache sein sollte. In diesem Sinne, ich baue jetzt immer noch weiter auf meine Permakultur, erstmal einen guten Boden aufbauen. Dauert seine Jahre bis Jahrzehnte. Wenn du das auch sehen möchtest, kann ich dir nur wärmstens die Videos hier empfehlen, wo du Tipps und Tricks bekommst, wie du deinen eigenen Boden gut aufbauen kannst, wie du die Pflanzen auch ordentlich pflegst, wie man Mischkulturen und alles einsetzt, wie man auch Bäume gut pflegt. Viele spannende Themen hier auf dem Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen und wir sehen uns im nächsten Video.